Seit einiger Zeit ist es ganz schön ruhig um Destiny 2 geworden. Das Community-Team von Bungie bemüht sich, auf die Wünsche der Spieler einzugehen, doch die große Wende, die wieder Schwung ins Spiel bringt, gab es bisher nicht. Die Community gilt als eher zerstritten und toxisch, und selbst jemand wie ich, der sehr gerne Destiny spielt, der ist mittlerweile nicht mehr regelmäßig mit dabei. Der Fluch des Osiris war mittelmäßig bis enttäuschend und blieb unter den Erwartungen der Community. Die zweite Erweiterung von Destiny 2 soll es jetzt rausreißen, oder besser gesagt, sie muss es rausreißen. Alle aktuellen Informationen und Hinweise auf den zweiten DLC habe ich für euch in diesem Video zusammengefasst. Und außerdem klären wir die Frage, warum in diesem Bezug das Roadmap-Update von dieser Woche eine ganz wichtige und zentrale Rolle spielt. Mittlerweile gibt es haufenweise Gerüchte um DLC 2, den Namen und den Release-Zeitraum. Ich möchte jedoch nicht auf alles eingehen, sondern nur auf die wesentlichen Punkte und auf die geleakten Sachen, die sich mittlerweile gefestigt haben und bei denen man davon ausgehen kann, dass sie stimmen. Trotzdem die Erinnerung, weniges davon wurde von Bungie bestätigt. Die nächste Erweiterung soll laut Gerüchten den Titel The Fallen Warmind tragen, zumindest geht das aus Amazon Leaks hervor. Im Deutschen bedeutet das also der gefallene Kriegsgeist oder eben auch der Kriegsgeist der Gefallenen. Eine Beteiligung der Gefallenen am Hauptgeschehen ist also durchaus nicht auszuschließen. Diese stecken nämlich sowieso in einer Krise und vielleicht suchen sie im nächsten DLC einen Ausweg aus dieser. Im Kontext von The Fallen Warmind werden drei Sachen außerdem immer wieder erwähnt. Anna Bray, Kriegsgeister und der Mars als Handlungsort. Der Mars wird in vielen Leaks immer wieder als Handlungsort genannt. Luke Smith erwähnte, dass die Endsequenz von Destiny 2 einen Hinweis auf die DLCs gibt. Als zweites wird der Mars vom Licht des Reisenden getroffen. Es ist also so gut wie sicher, dass wir wieder an einen alten Destiny-Schauplatz gehen werden, wobei es eher danach aussieht, als würden wir in Erweiterung 2 den eisigen Teil des Mars erkunden. Neue Screens von Bungie, auf denen wohl die Geburtsstätte der Exos, die Deepstone Crypta, zu sehen ist, unterstreichen diese Vermutungen noch einmal. Auch Anna Bray und die Siva-Krise könnten eine Rolle spielen, da die Bray-Familie untrennbar mit Siva ist. Das ist einfach so, das ist ihre Technologie und wir auf dem Expansion Pass von Erweiterung 2 höchstwahrscheinlich Anna Bray sehen können. Und auch die Kriegsgeister gelten als so gut wie bestätigt, da Bungie hier immer wieder selbst Hinweise auf diese und in speziellen auch auf Rasputin gibt. Hierzu würde nämlich dann auch der Name The Fallen Warmind passen, denn Warmind sind die Kriegsgeister. WWE-Profi-Wrestler Big Show hat erst vor kurzem dieses Bild gepostet, auf dem das Destiny 2 Kriegsgeist-Logo zu sehen ist, und es ist da ziemlich sicher, dass er zumindest teilweise in die kommenden Pläne von Bungie eingeweiht ist. Wir können uns also auf einen neuen Handlungsort mit vielen neuen Missionen, Abenteuern und einen neuen Raid-Truck freuen. Also ähnlich wie bei Fluch des Osiris. Yay! Es wurde aber auch schon bestätigt, dass die zweite Erweiterung wesentlich größer sein soll als Curse of Osiris. Der Release-Zeitraum von Erweiterung 2 steht auch fest und das sogar höchst offiziell, denn Game Director Christopher Barrett kündigte an, dass die zweite Erweiterung zusammen mit Season 3 im Mai erscheinen soll. Soweit so gut, oder? Naja, schauen wir mal auf den Kalender, denn wir haben April und angeblich soll Season 3 und die zweite Erweiterung bereits nächsten Monat erscheinen. Offiziell
wissen wir von Bungie bisher rein gar nichts über DLC 2. Nur so kleine Fetzen. Keine Trailer, keine Infos, keine Teaser, rein gar nichts. Es wurde lediglich erwähnt, dass es in einem Stream am Ende April Neuigkeiten geben könnte. Und selbst dort bezog man sich mit dieser Aussage nicht direkt auf The Fallen Warmind. In Bezug darauf wird das Update der Roadmap interessant, denn Bungies DJ verkündete auf Twitter, dass er hart daran arbeitet, diese Woche noch eine aktualisierte Entwickler-Roadmap zu veröffentlichen, die uns ganz einfach zeigen soll, wie es mit Destiny 2 in den kommenden Monaten weitergeht und welche Features in den Monaten, die jetzt kommen, geplant sind. Er sprach sogar im Expliziten davon, dass er, wenn nichts dazwischen kommt, heute damit fertig wird. Also gibt es vielleicht heute dazu noch News. 3 Szenarien in Bezug der Roadmap auf den DLC sind hier denkbar. Szenario 1. Bungie updatet die Roadmap und gibt den Release-Termin und Namen von Erweiterung 2 bekannt. Im Laufe des Tages erscheint dann ein Gameplay-Trailer oder ein kleiner Teaser zu dem Ding. Szenario 2. Bungie updatet die Roadmap und zeigt keine weiteren Informationen oder Hinweise auf DLC 2, was aber nicht zwangsläufig bedeuten würde, dass dieser ausfällt. Oder Horror-Szenario 3 und leider nicht unbedingt unwahrscheinlich, könnte auch passieren. Bungie präsentiert das Update der Roadmap und verschiebt auf dieser Roadmap den Release-Termin der geplanten Erweiterung nach hinten, also um Wochen oder Monate. Und da hätten wir ein Problem, weil wenn Bungie das macht, ist, hat das Vertrauen der Community, glaube ich, so sehr geschädigt, dass viele sagen werden, okay, jetzt ist Feierabend, jetzt ist Schluss, Bungie, ihr habt so viel versprochen, ihr habt euch nie dran gehalten, ihr habt uns immer wieder neue Sachen versprochen, ihr habt euch nicht dran gehalten. Und ich hoffe, ich betone, ich hoffe, dass Bungie das nicht tut. Ich hoffe wirklich, dass sie delivern und dass sie auch guten Content delivern mit DLC 2. Diese Erweiterung, um das nochmal zu festigen, wird sehr, sehr wichtig für die Zukunft von Destiny als Spiel und als Franchise. Denn ja, davon hängt letztendlich alles ab, ob man die Leute nochmal ins Boot holen kann oder jetzt gesagt wird, nein, das ist kein guter Content, jetzt reicht's. Also man könnte es dramatisieren und sagen, Tod oder Leben hängt bei Destiny von DLC 2 ab. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt einen Daumen nach oben und die News, die ich hier alle schön zusammengefasst habe, die Quellen und so weiter, die findet ihr auf www.destinyinfobase.de, denn dort schreibe ich auch den ein oder anderen Artikel. Ist wirklich ein tolles Team, also ich weiß, dass die Leute, die da schreiben, dass die anderen wirklich mit Herzblut dabei sind und deswegen eine tolle Seite, gerade wenn ihr euch über Destiny informieren wollt, schaut da vorbei. Ist alles in den Kommentaren unten verlinkt, wie gesagt, zu jeden einzelnen Sachen. Dann auch die Quellen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, damit ich hier weiter mit solchen Videos machen kann. Ansonsten abonnieren, um nicht zu verpassen. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Crankus.